Mitten in unserem Alltag denken wir oft nicht daran, dass der Tod unser ständiger Begleiter ist. Der Tod hat Stefan Waldhardt mit 24 Jahren das Leben genommen. Ich stehe hier an seinem Grab. Dabei ist auch seine Mutter Katrin. Grüß dich, Katrin. Es tut mir sehr leid, dass vor 8 Jahren dein Sohn schon so früh das Leben verloren hat. Wie hast du das erlebt? Stefans Krankheit kam sehr plötzlich. Sie holte ihn innerhalb von 4 Monaten aus dem blühenden Leben heraus. Er erkrankte an einer Nasenschleimhaut-Tumor, der ihm schon Golfball groß ins Gehirn gewachsen ist, der ihn dem Geruchssinn nahm, den Geschmackssinn nahm. Er trug zum Schluss ein Korsett, weil ihm 3 Rippen gebrochen sind. Er blindete am linken Auge und man teilte ihm mit, er wird auch das rechte Augenlicht verlieren. Aufgrund dieser schweren Erkrankung musste Stefan so vieles aufgeben. Er musste seine Wohnung wieder aufgeben, nach Hause ziehen. Er konnte nicht mehr mit dem Auto fahren aufgrund der Erblindung des linken Auges. Er konnte kaum mehr Computer noch Fernsehen, es strengte ihn zu sehr an. Und trotzdem war er immer gut aufgelegt und freundlich zu uns, sodass wir nicht wirklich erkennen konnten, wie schwer krank er wirklich war. Er sagte zu mir immer, Mama, meine Kraft liegt im Gebet. Ich bete täglich und sprich täglich mit dem himmlischen Vater, er nannte ihn liebevoll den Himmeltater, um die Kraft zu bekommen, diese Krankheit zu überstehen, die Gott für ihn ausgewählt hat. Er sagte auch immer zu mir, Mutti, wir fragen den lieben Gott nicht warum, sondern wie. Wie gehen wir mit dieser Krankheit um? Und er zeigt uns auch den Weg dafür und die Lösung dafür. Und das hatte ihn so positiv gestimmt. Dieses im Gebet zu bleiben, bei Gott zu bleiben, seinen Willen zu erfüllen, obwohl er sicherlich gerne gelebt hätte, musste er letztendlich alles geben. Und das war zum Schluss sein Leben. Und diese Gnade am letzten Tag seines Lebens, die ihm da geschenkt wurde, war folgendes. Er durfte um 3:30 in der Früh Gott und den lieben Gott und das Himmelreich schauen. Und als Zeugnis dazu kam die Krankenschwester aus der HNO-Klinik dazu, die ihn schreien hörte, die ihn bitten hörte. Und er lag so im Bett mit geballten Fäusten und sagte, bitte, bitte, lieber Gott, lass mich noch einmal zurück. Ich muss Ihnen das alle erzählen. Und er sagte zu Jeanette, ich glaube, ich bin jetzt gestorben. Und sie sagt, du sprichst noch mit mir. Dann sagte er zu ihr, Jeanette, ich habe den lieben Gott gesehen und das Himmelreich. Glaubst du mir das? Und sie sagte, Stefan, du hast mich noch nie angelogen. Auch nicht, wenn es um so etwas Wichtiges geht. Und sie glaubte ihm. Und er sagte weiter zu ihr, seid nicht so materialistisch. Richtet euer Leben auf das Himmlische aus. Streitet nicht, das Leben ist so kurz. Und durch dieses Zeugnis wurde diese Jeanette so berührt, dass sie dies auch bei der Beerdigung von Stefan kundgetan hat. Ich sage dir heute, danke Stefan, für deinen tiefen Glauben. Und ich wünsche, dass noch viele Menschen durch dich zu einem tiefen Glauben finden mögen. Danke, deine Mama.